Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute starten wir ein bisschen anders, denn BÄM! 30.000 Abonnenten auf YouTube. Ihr seid die Geilsten. Vielen, 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 vielen Dank für euren krassen Support, für die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, für eure Likes, für euer Teilen, für eure Vorschläge. Ihr seid wirklich die Geilsten. 30.000 Mal. Liebe geht zurück. Cheers auf euch. Ein Meilenstein ist geschafft. Nächstes Ziel 50 oder 100. Das könnt ihr euch aussuchen. Uns würde es nicht stören, wenn es ein bisschen schneller geht. Das entscheidet ihr. Aber wirklich, Freunde, ihr seid die Geilsten. Aus tiefstem Herzen viel Liebe an euch. Geil. Jetzt müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir Facebook und Instagram ein bisschen hochkriegen. Also wer noch nicht abonniert hat, ja, bitte mal 030barbecue auf Instagram und auf Facebook abonnieren. Dann kriegt ihr auch immer die neuesten Infos und seid immer on point informiert. Zur Feier des Tages hat sich Saskia gewünscht, spicy, Freunde, spicy. Deswegen machen wir heute eine schöne, spicy, dicke Rippe aus dem Dutch-Ofen. Der Herbst kommt, es ist sowieso Dutch-Ofen-Zeit. Wir werden wieder mehr mit dem Dutch-Ofen arbeiten. Und darauf freue ich mich schon sehr, denn das sind leckere Wohlfühlgerichte, ne? Oh. Wohlfühlgerichte, Freunde. Und weil ihr ja auch immer ganz, ganz fleißig Kommentare ballert, schreibt mir doch mal heute unten in die Box, was ihr euch wünschen würdet an Gerichten, ne? Wir haben noch ein riesen Portfolio aus dem, was ich euch alle zeigen möchte, aber ich stehe sehr auf eure Vorschläge, also einfach mal unten reinballern, was ihr sehen wollt und das ein oder andere davon werden wir dann auch mal umsetzen, ne? So, jetzt geht's los. Also wirklich überkrass, Freunde. 30.000 Abonnenten. Sehr, sehr, sehr geil. Ohne euch wäre die ganze Kiste gar nicht möglich, ne? Liebe. Aber ich habe schon ein paar Mal Liebe gesagt, oder? Freunde, Zutaten. Spicy, dicke Rippe aus dem Dutch-Ofen. Wir brauchen natürlich erstmal ordentlich dicke Rippe. In dem Fall wunderschöne, dicke Rippen. Geordert beim Hofer Meer. Bunte Bentheimer Schweine. Sehr, sehr geil. Oh, guckt euch das an, ne? Geil. Geile, dicke Rippe. Des Weiteren brauchen wir ein paar Tomätchen hier, Cocktailtomaten. Wir brauchen ein paar getrocknete Tomaten. Bisschen Knoblauch, Lauchzwiebel, Gemüsezwiebel und Spicy, Freunde. Wir brauchen Chili. Ja, ich nehme diesmal kein Piment d'Espalette. Das soll auch richtig Knall haben. Ich habe hier eine rote und eine gelbe Chili kleingeschnitten. Die rote geht noch so. Die gelbe, ordentlich. Ordentlich Bums. Ein bisschen Gemüsebrühe. Wir brauchen ein wenig gehackte Tomaten. Noch ein Schluck neutrales Öl. Und dann Gewürze von der Spicebar, Freunde. Grand Noir. Ein bisschen Salz. Muss immer gucken, Freunde. Hello Mediterraneo. Röstknoblauch. Sehr, sehr geile Geschichte. Und wer hätte es gedacht? Kokosblütenzucker, weil Tomaten Zucker. Freunde, mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro bei der Spicebar. Und bitte noch an die Adventskalender denken. Ne? Ein paar sind noch da, aber nicht mehr so viele. Das komplette Rezept, genauso wie die Gutscheincodes für Gewürze, Fleisch und die geilen T-Shirts hier, wie immer unten in der Box, Freunde. Jetzt geht's los. Vorbereitung, gänzlich einfach, wie immer eigentlich. Ne? Das Einzige, was wir machen, ist unsere dicke Rippe ein bisschen vorsalzen. Und zwar von beiden Seiten. Also schnappt euch die Rippen und schnappt euch Salz und ordentlich Salz ran. Ja, zack, Salz ist dran. Ja? Das reicht auch schon an Vorbereitung. Jetzt geht's auf zum Dutch. Ja, der Boilking läuft auf volle Power. Alle Brenner an. Gebt da alles, was ihr habt. Ja, wir brauchen volle Hitze. Dutch-Ofen steht drauf. Ich habe gerade festgestellt, der Dutch-Ofen ist immer noch ein bisschen zu klein. Ich brauche mal einen größeren, glaube ich. Da geht jetzt rein noch ein Schluck neutrales Öl. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Oh, raucht uns gleich weg. Also Hitze ist drauf. Und die Dinger jetzt von beiden Seiten hart anbraten. Mal gucken, was wir reinkriegen. Ja, die ersten drei sind drin. Die braten wir mal hart an. Und dann kommt noch die vierte dazu. Oh, das wird geil, Freunde. Guck mal, so sehen die Dinger aus, ne? Schnell noch weiter anbraten. Oh. Ja, und mit ein bisschen Mühe klappt das auch alles, ne? Hat alle drin gepasst. Wenn die alle ein bisschen Farbe haben, dann stapelt euch die so ein bisschen zurecht. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Die wollen wir auch kurz ein bisschen glasig braten. Und eine Minute später geht jetzt quasi noch der Rest dazu. Also die Lauchzwiebel. Ah, zack. Knoblauch mit da rein. Ah, für Chili wollen wir einen Löffel. Der Chili. Auch alles mal ganz kurz ein bisschen anbraten. Maximal 2 Minuten später. Guck mal.
Das sieht fantastisch aus, oder? Und es riecht grandios, Freunde, grandios. Jetzt ablöschen mit einem halben Glas Brühe, ungefähr. Ja. So. Unsere Cocktailtomaten hinterher. Muss ich mal eine probieren, ne? Könnt ihr auch schmecken. Mhm. Die gehen auch mit da rein. Die getrockneten Tomaten für ein bisschen Sweetness extra. Geil. Ich habe jetzt die in Öl genommen. Ihr könnt auch die komplett trockenen nehmen. Aber die in Öl sind immer noch ein bisschen geiler. Letztendlich aufgießen mit unseren gehackten Tomaten. Und jetzt müssen wir ein bisschen basteln. Und zwar unsere Rippchen möglichst glatt im Top auslegen, damit wir ein bisschen Fläche haben. Ne? Das mach ich mal kurz. Also so, guck mal, dass das halbwegs passt. Ich werde gleich noch die andere Hälfte von der Gemüsebrühe oben drauf packen, damit wir wirklich abgedeckt haben. Aber erstmal wird gewürzt. Also nochmal ordentlich Salz dazu. Ja. Alles nach Gefühl, Freunde. Alles nach Gefühl. Wir können später immer nachwürzen, das wisst ihr. So, Tomaten, also Kokosblütenzucker. Ja. Eine Prise, eine ordentliche. Oh, okay. Zack. So, dann nehmen wir unseren Röstknoblauch. Der bringt jetzt in die ganze Geschichte nochmal so eine ordentliche Barbie-Knote. Ich würde sagen, naja, einen Teelöffel vielleicht. Ja. So, oh, heiß, heiß, heiß. Hello Mediterraneo für grün ist immer gut. Davon ordentlich, Freunde, ordentlich. Oh. Und last but not least, Pfeffer, also in den Grand Noir. Ihr könnt es auch mit der Mühle arbeiten, aber am Dutch-Ofen ist immer ein bisschen heiß. Da ist Mühlen immer sehr schmerzhaft. Ne? Also Pfeffer, auch nochmal ordentlich. Ah, schön, 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 schön. Riecht genial, genial. So, den Rest von der Brühe, zack, einfach nochmal mit dazu. Jetzt nur nochmal vorsichtig ein bisschen was verrühren. Ja, damit der Geschmack auch überall rangeht, aber das kocht dann auch noch eine Stunde oder was. Das wird so auch funktionieren. Also ein bisschen verteilen. Ah, sehr, sehr schön. Zack. So, jetzt Deckel drauf. Die äußeren Brenner habe ich jetzt aus, die in der Mitte auf halbem Mast. Ich weiß nicht, wo wir ankommen, 150 Grad oder was. Simmern lassen die ganze Kiste, bisschen einköcheln. In einer Stunde, anderthalb sehen wir uns wieder. Mal gucken, wie lange es dauert. Zack, Zeitsprung, Freunde. Eine knappe Stunde später. Ich musste meine Brenner nochmal von Halbmast auf ganz klein regeln. Der Bräuking hat so viel Schub, dass es doch ein bisschen zu heiß war. Wir sind gefahren, laut Deckelthermometer 150, 160 Grad. Und wir kicken jetzt mal rein, ob das was geworden ist. Deckel ab. Oh! Sieht das geil aus? Fantastisch, Freunde, fantastisch. Die Knochen haben sich fast gänzlich gelöst vom Fleisch. Wir popeln jetzt unser Fleisch da raus, rühren die Soße nochmal durch und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Boah, guckt euch das an. Hä? Sieht das geil aus, Freunde, sieht das geil aus. Dazu haben wir uns ein paar Butterspätzle gezaubert, um die Schärfe ein bisschen wegzunehmen. Fleisch, zack, auf meinen Spätzleberg. Und jetzt noch ein bisschen Soße dazu. Oh, geil. Guck mal hier, so ist es auch schön geworden. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die noch andicken. Aber ich stehe eigentlich auf diese kernige Soße mit den Stücken drin. Die jetzt hier nochmal schön rüber geballert. Oh, alle dreckig machen, wa? Und jetzt kosten, Freunde. Kosten. Oh, so sieht das aus, Freunde. Guck mal, wunderschön, oder? Spicy. Dicke Rippe auf ordentlich Butterspätzle. Aber ich kann quatschen, ich muss probieren, Freunde. Ich schneide mir mal erstmal hier ein Stück von der dicken Rippe runter. Oh, schön. Oh, ist schon geil. Und da ist ordentlich Feuer drin, Freunde. Sehr, sehr geil. Und ein schnell vorbereitetes, klassisches Dutch-Ofengericht eigentlich, oder? Geile Geschichte. Dicke Rippe, mega spicy. Ich muss weiter essen, Freunde. Aber ich weiß, ein Stück noch, ne? Kann man so machen. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Habe ich vorhin schon mal gesagt.
Instagram ballern, Facebook ballern, Glocke drücken, nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, oder? Das war Bobby. 030 Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Geil. Okay.